สวัสดีครับทุกคนครับผมซานะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องของ Mr. E&B World นะครับนี่นะครับอุณหภูมิวันนี้นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปสตูดิโอเพื่อนผมคนนึงครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะเดินทางโดยการขี่จักรยานนะครับเป็นระยะทางประมาณ10กว่ากิโลนะครับไปเยี่ยมเพื่อนผมคนนี้นะครับเขามีอาชีพเป็นคนทำจิวเวลรี่นะครับแต่เขามีงานอดิเรกที่น่าสนใจมากๆนะครับลองตามผมมาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรครับตอนนี้มาถึงเมืองที่เขาอยู่แล้วนะครับย่านนี้เป็นย่านของพวกโรงงานเก่าแล้วก็สตูดิโอเท่ๆนะครับส่วนสตูดิโอของเขาก็จะอยู่ชั้นบนของตึกข้างหน้านี้นะครับตามผมมาดูนะครับIch bin Roger Weber. Ich habe Goldschmied gelehrt. Von 16 bis 20 habe ich die Lehre gemacht und habe mich nachher mit 24 selbstständig gemacht. ในตอนนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเอาไว้ณที่นี้นะครับเพราะว่าในบทสนทนาของตอนนี้ครับเราจะพูดกันเป็นภาษาสวิตเซอร์แลนด์เยอะพอสมควรนะครับผมจะทำซับภาษาไทยเอาไว้อ่านข้างล่างนะครับ Das hat eigentlich schon als Kind angefangen, wo ich, wenn ich irgendetwas bastelt habe, hat's mir so können, das Maul auftun oder den Arm bewegen. Irgendeine Bewegung hat mich immer schon fasziniert, also bei Objekten. Und mich hat eigentlich die Mechanik zuletzt interessiert, also es gibt ja viele, die von der Mechanik kommen, die so Sachen machen. Und mich haben immer die Figuren interessiert. Und die Mechanik ist einfach das Mittel zum Zweck, was sie sich bewegen. Das habe ich im Laufe der Jahre dann gewisse Prinzipien lernen kennen und verstehen. Okay, kannst du mir schnell zeigen, was du machst? Ja, im Moment bin ich an einem Auftrag. Da will eine Frau ein Automat mit Hühnern. Ich habe mal einen Entwurf gemacht. Und jetzt bin ich an den Figuren, die dann sollten bewegen. Das ist ja so da. Oder da sollte dann am Schluss alles bewegen. Da ist der Hals und der Kopf. Und die sollten dann so balancieren, wenn sie dann da auf dem Teil sind, wo mit dem Gewicht funktioniert. Das ist eigentlich ein altes Prinzip, so wie der da. Und das ist mit Holz und Messing? Ja, genau. Genau. Aber das ist erst provisorisch, das bin ich am Ausprobieren. Ich habe angefangen als Goldschmied, habe mich eben mit 24 selbstständig gemacht, hatte einen Laden und habe damals aber noch mehr Wohnungen renoviert, wie Schmuck verkauft, um das Geld zu verdienen. Und die Automaten, das hat eigentlich angefangen, wir hatten den Laden etwas außerhalb der Stadt und mussten die Leute herbringen. Und dann haben wir angefangen, bewegliche Schaufenster zu machen, zum Teil. Yeah. Und dort habe ich so Objekte gemacht, am Anfang noch über eine Bohrmaschine angetrieben, wo sich dann das Schaufenster, wo sich etwas bewegt hat im Fenster. Und so hat das angefangen wachsen. Und wenn du so Zeug machst und es den Leuten gefällt, hast du plötzlich Aufträge in diesem Bereich. Und es ist immer wichtiger geworden. Oder? Jetzt habe ich unterdessen, neben dem Schmuck und dem Kurslokal, ist jetzt das zum dritten Standbein geworden, wo ich hier und da Aufträge habe. Und hier und da etwas verkaufen. Ja. Oben sind die fertigen Sachen. Hoppla. Da können wir alles anschauen. Das sind so die kleinen, das meiste mit Kurbeln. Wo die sind alles bewegt? Ja, genau. Das ist zum Beispiel hier das Chamäleon, wo der kleine Wurm jagt. Und den nie verwünscht. Das habe ich als Modell gemacht für einen Kurs, den ich gebe, wo alle einmal so ein Objekt machen. Das ist auch einer von den neueren, den ich so ein bisschen mit der Balance ausprobiere. Und es gibt viel lebendigere Bewegungen. Das ist ein Zitronenfalter.
Das ist so ein altes Prinzip mit einem Gewicht drin, wo nachher so eine Bewegung gibt. Dann. Corona hat natürlich auch ein Thema gegeben. Das ist Frau Hamster mit der WC-Rolle. Frau Hamster, die der Corona tanzt. Oder das ist etwas, was man in Thailand vielleicht auch kennt. Da war ich mal mit meinem Sohn in der Ferien in Norddeutschland. Und er hat immer solche gefangen, ganze Kessel gefüllt. Und so oben haben wir sie auch wieder abgelassen. Und so die Bewegungen haben mich so fasziniert, dass ich gefunden habe, ich mal so etwas probieren. Und das hat auch noch mit Fisch, ist eben so ein das Thema. Das ist so einer. Das ist der Fischmärk. Oh. Ja, der müsste ein bisschen über. So. Ja. Und dann habe ich mit Magnet habe ich die Bewegungen gemacht, dass es so, so gequälte Bewegungen gibt, dass sie aussehen wie lebendig. Und das ist die Frau, die klassisch Fisch verkauft. Und das ist ein Fisch auf Fischer verkauft. Okay. Oh, cool. Und dann musst du den Preisunterschied noch schauen, weil unterdessen gibt es ja auf mehr Fischer wie Fische auf unserer Welt. Bei dem habe ich sehr gefreut. Das ist so ein leicht politischer. Weißt du, wo die SVP da die Plakate gehabt mit den Schafen, habe ich da eine bunte Mischung gemacht, wo da quasi über die Schweizer Grenze in unser Land kommen. Das ist der Tod, der jetzt auch so ein Gerät hat. Hat sein erstes Nattel, kann nur noch aber Scroll und Delete drücken für seinen Job. Darum ist er ein bisschen am Verfetten und hockt nur noch am Strand. Und, und weil ich ja Schmuck mache, ist das gleichzeitig noch. Kannst du jetzt oben noch in den Ausgang anlegen. Das ist so ganz ein neuer. Das ist so ein bisschen eher ein trauriger. Als Corona kam, habe ich dann den fertig gemacht. Ein Mechanismus, wo ein Dän ist, das, glaube ich, der Theo Jansen, dort, wo die Strand Beasts macht, die am Strand entlang laufen. Das ist dem seine Mechanik. Das ist ein kleiner Exzenter, ist nur ein Rad und dreht. Und über die Hebel gibt es nachher die schöne Gehbewegung. Und das ist eben so die kleine, die ich noch mache. Fisch, ja. Ja. Oder Echse. Eben so Fisch und Reptilien gefallen mir eh gut. Das war mal ein Prototyp für etwas. Ein Echse, der züngelt. Das ist mit Holz? Das ist mit Holz, okay. Ja. So einen beweglichen Schwanz gemacht, so mit Leder und Holz. Das ist der Getränkeroboter. Das war ein Modul zu meiner Live-Jukebox. Ja, bin ich mal auf Wien mit dem an einem Mess. Das ist eigentlich der Chef da oben, wo am Pumpen ist, der tut dosieren, dass die Mischung stimmt, der tut es weiter pumpen, der tut hinten flößt es dem ein und dann geht es nachher gasförmig da durch. Das ist der Kondensator und der tut vorkosten, nachher tropft es da unten raus und dann kann man es so trinken. Den Schlagzeuger habe ich noch, mit dem bin ich früher auftreten, am Baskers in Bern habe ich den dabei gehabt. Ja, die Ideen haben meistens irgendetwas mit mehr zu tun oder mit dem Alltag oder mit der Situation rundherum. Eben Corona hat mir auch zu denken gegeben, sonst zu dieser Hamsterfrau gekommen. Und es ist meistens irgendetwas, das mich beschäftigt. Und wenn es wichtig genug ist, entsteht plötzlich irgendein Maschinerli und dann siehst du es schon fast vorher. Und wenn die Idee gut genug ist, dann fange ich an. Und es wird nicht immer etwas. Manchmal finde ich, lasse ich liegen oder habe keine Zeit mehr, dann bleibt es einmal länger liegen. Wenn ich so die gröberen Sachen mache, mit Holz oder Dreibank, Bohrmaschine, Fräsmaschine, wo ich also mechanische Teile machen kann. Und da kann ich schweißen, kann ich so die Objekte sind aus Stanzabfällen, die am Anfang so sind, die hole ich
bei einer Fabrik gehe ich im Container wühlen, ob ich irgend schöne Teile finde und mache nachher so die Sachen daraus. Und das ist auch noch so ein ewiges Werk. Die habe ich mal angefangen. Die sollten hier mit dieser Nähmaschine. Also, das dreht dann hier. Also die Nadel geht auf und ab und sie sollten den Stoff nachführen. Dann mache ich noch Schmuck. Das ist immer noch so mein Hauptstandbein. Also in erster Linie halt so Sachen machen. Mit Gold, Silber und verschiedensten Metallen. Halt Fisch kommen auch immer wieder vor. Und beim Schmuck mache ich eigentlich alles. Auch ganz klassische Sachen, aber am liebsten habe ich halt schon so die tierlichen Sachen. Wo ist jetzt eine Sau, die du schon die Hand nehmen kannst. Da habe ich sogar ganz viele verschiedene Tiere gemacht. Krokodil. ส่วนนี้ก็คือห้องเรียนที่เขาเอาไว้เปิดสอนการทำจิวเวลรี่นะครับสตูดิโอของเขานี่สวยจริงๆนะครับผมชอบมากเท่ดีครับถ้าใครสนใจที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขานะครับก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับผมจะลงข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้คลิปวิดีโอตอนนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับสนุกไหมครับผมก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเรารอมาดูกันว่านะครับในตอนต่อไปนะครับผมจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับI'm